Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte mit euch die Unionsbürgerrichtlinie ansehen. Was ist denn das? Das ist eine Richtlinie der Europäischen Union und diese Richtlinie bildet einen Stein des Anstoßes bei den Verhandlungen über ein Rahmenabkommen. Die Union will, dass die Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie vorbehaltlos anerkennt und anwendet. Ist das denn so schlimm? Ach, das ist nicht weiter schlimm. Dann könnte zum Beispiel ein Bulgare, Rumäne, Portugiese Bürgermeister von Zürich werden. Denn die Unionsbürgerrichtlinie enthält das kommunale Wahlrecht aktiv und passiv für alle Bürger der Europäischen Union. Ist doch super, so bringen wir ein bisschen kulturelle Vielfalt in die Bürgermeisterämter der Schweiz. Wollt ihr das nicht? Dann gibt es noch weitere Punkte. Praktisch sofortiger Zugang zu allen Sozialsystemen. Der Zuwanderer oder die Zuwanderin muss gleich behandelt werden wie der eigene Bürger. Das heißt, eine Zuwanderung ins Sozialsystem ist grundsätzlich möglich. Der Europäische Gerichtshof hat hier zwar eine kleine Korrektur vorgenommen und gesagt, es ist nicht einfach so, dass wenn massenweise Leute einfach nur darum kommen, um das Sozialsystem zu genießen, das sofort laufen muss, da ist es möglich, ein paar Wochen Karenzfrist einzubauen. Dann läuft es einfach ein paar Wochen später. Spielt ja eigentlich keine Rolle. Familiennachzug natürlich sofort, beliebig, ohne jede Voraussetzung. Zum Teil ist das im Freizügigkeitsabkommen ja bereits geregelt. Aber brauchen wir da einen Riesenschub von zusätzlichen Möglichkeiten zusätzlich zum Freizügigkeitsabkommen, das uns ja in mancher Hinsicht auch Sorgen bereitet? Diese Frage sollten wir gründlich ansehen. Und wir sollten uns auch gründlich ansehen, ob es denn unbedingt nötig ist, dass wir ein Rahmenabkommen mit der EU schließen, in dem nicht nur die dynamische Rechtsübernahme vorgesehen ist, das heißt, das ganze Recht der EU wird automatisch zu Schweizer Recht. Nein, auch die Unionsbürgerrichtlinie, die will die Union drin haben. Das heißt, eben der rumänische Bürgermeister von Zürich, der bulgarische und so weiter, ist in greifbarer Nähe. Oder zumindest muss jemand, der für ein kommunales Amt kandidiert, die Stimmen all dieser Zuwanderer bewerben haben, denn diese Zuwanderer haben ohne Karenzfrist, also sofort, das kommunale Wahlrecht aktiv und passiv. Ich glaube, es ist an der Zeit, sich wirklich zu überlegen, ob wir das Ganze brauchen. Persönlich bin ich der Meinung, wir können ohne eine solche Unionsbürgerrichtlinie besser leben als mit. Verzichten wir lieber. Ich danke euch fürs Zuhören.